Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder die Mindstone News und zwar schon die 16. Und wir fangen an mit einem neuen Sensor für NXT und EV3. Und zwar der NXT Cam V5 bzw. dem Vision Subsystem V5. Das Ganze hat unter anderem eine MicroSD-Karte oder einen MicroSD-Kartenanschluss, damit man da Bilder und Videos drauf speichern kann. Und auch einige Möglichkeiten für den NXT Gegenstände oder Objekte in unterschiedlichen Farben und so nachzuverfolgen. Außerdem gibt es einen neuen Arduino, und zwar den Arduino Star Otto, der mit einem relativ starken Prozessor ausgerüstet ist und auch unter anderem Onboard Wi-Fi hat oder auch einen USB-Hostanschluss. Der wird allerdings noch ziemlich teuer sein und langsam entwickeln sich die Arduinos ja auch so ein bisschen in Richtung Raspberry Pi, was die Leistungsfähigkeit angeht. Mal schauen, inwieweit sich das dann noch anpassen wird. Von 4D-Bricks gibt es einen neuen Prototypen und zu einer Fernsteuerung für Zugmotoren und so weiter oder für Motoren für die Eisenbahn oder für Lego-Eisenbahn, der mit Wi-Fi funktioniert und über den PC noch sozusagen gesteuert wird, also steuerbar über eine App auf einem Tablet oder so, aber soweit ich weiß, wird das Ganze eigentlich noch vom PC aus gesteuert. Für den Adblocks, über den habe ich auch schon mal berichtet, das ist so ein kleiner Lego-kompatibler Roboter, der einige Sensoren und Motoren hat. Für den gibt es jetzt eine neue Programmieroberfläche, die so ein bisschen Scratch ähnelt. Und damit haben wir jetzt so die technischen bzw. die Hardware-Themen abgehandelt. Und es kommen auch einige Hinweise zu Videospielen von Traveller's Tales. Und zwar gibt es für Lego Worlds jetzt einen neuen Agents DLC, der kostenlos ist, aber auch nicht sehr umfangreich ist. Bei dem werden, glaube ich, 4 Figuren, eine Kreatur und ein paar Fahrzeuge noch hinzugefügt. Aber es ist doch eine ganz nette Geste, dass sie auch ein paar kostenlose neue DLCs bieten. Und außerdem sind die Agents für mich persönlich auch noch irgendwie ein besonderes Thema. Also die alten Agents vor den Ultra Agents, weil ich da auch zum Beispiel mein erstes Video mit hatte, das jetzt nicht mehr verfügbar ist oder nicht mehr öffentlich aufrufbar ist. Und die mich auch so ein bisschen an Lego gebunden haben. Außerdem gibt es jetzt mit dem neuen Agents DLC auch ein weiteres DLC, das allerdings kostenpflichtig ist für Lego Worlds. Und zwar das Classic Space DLC, wo unter anderem ein neues Moonbiom hinzugefügt wurde und wo es dann eben einige klassische alte Raumschiffe und so weiter aus alten Themen von Lego gibt. Außerdem wurde ein neuer Trailer für ein Lego-Spiel veröffentlicht, und zwar für das Lego Ninjago Videogame, das höchstwahrscheinlich zu dem Ninjago-Film, der ja auch kommen soll, erscheinen wird. Das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Bei Fragen kannst du dich gerne in den Kommentaren an mich wenden. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Video und ciao, ciao.